Was meinst du, du hast den Kontakt verloren zu hier? Sind alle weg. Wer ist denn alles weg? Erzähl mal, was ist denn passiert? Ich stolziere über Mhm. die Wiese Ja. einem Stöckchen und nichts ist mehr da. Was ist denn da vorgefallen? Wieso bist du denn über die Wiese stolziert mit deinem Stock? Wie schön ist. Was ist schön? Die Wiese. Die Wiese. Ich verstehe. Und was hast du auf der Wiese gemacht? Die Pferde. Ach, du warst bei den Pferden. Marc, was ist passiert? Wie hast du deinen Körper verlassen? Explosion. Eine Explosion. Was ist denn da explodiert? Irgendein Behälter. Auf dem Hof deines Vaters? Beschreib mir das mal. Ich bin dahin gegangen. Und ich glaube, jemand hat das sprengen wollen. Und ich habe Dynamitstab und eine ganze die dann eine ganze Rolle mit Dynamit mit. Ich wollte das rausholen. War alles weg. Mach die Augen zu. Alles gut. Marc, bist du sofort aus deinem Körper gewesen? Oder hat es etwas gedauert, bis du den Körper verlassen konntest? Ich glaube, ich bin immer noch da drin. Du bist immer noch da drin? Ich sehe den Körper noch und die Wiese noch, aber niemand anders. Und wie bist du zu Bianca gekommen? Sie findet mich. Sie findet dich? Wie findet sie dich denn? Kennst du sie? Ja. Woher kennst du sie denn? Aus Spanien. In welcher Form kennst du Bianca denn aus Spanien? Als Frau. War sie deine Frau? Nein. Was hat sie da gemacht? Ist geritten bei mir und sie fand mich schön. Sie die Pferde von deinem Vater geritten? Ja. Und sie fand dich schön. Warst du Ja. verliebt in sie? Ja. War sie auch verliebt in dich?
Sie hat mich angelächelt. Aber sie hat hier immer ein Kleid an. Mhm. Und ganz lange Haare. Mhm. Ich habe auch lange Haare. Ja. Aber nicht so lang. Mhm. Sie hat rote Haare. Mhm. Ganz lange, lang. Mhm. Und grüne Augen. Mhm. Marc, welches Jahr haben wir? So seit 1870 oder 79. Okay. Und wie hast du sie gerufen, diese hübsche Frau mit den roten langen Haaren und den grünen Augen? Bianca. Bianca. Sie war Italienerin. Italienerin. Hatte eine ganz helle Haut. Olivhaut. Bitte? Eine olivfarbene Haut? Nee, gepudert. Ah, hell gepudert. Sie war nett, aber auch arrogant. Ich aber auch. Dann ist sie gegangen. Dann ist sie weggegangen. Sie ist weggegangen. Ja. Und was hast du dann gemacht? Ich stehe immer noch auf der Wiese. Marc, wenn du bei Bianca bist, wo in ihrem Energiesystem bist du dann? Bitte? Wo in ihrem Körper befindest du dich? Im Herzen. Im Herzen? Was machst du da? Was bewirkst du in ihrem Herzen? Verschließt du ihr Herz? Ist schon in Ordnung. Kannst du mir ruhig sagen. Ja. Warum verschließt du ihr Herz? Sie soll keinen anderen lieben. Sie soll keinen anderen lieben. Nur Pferde. Und ihre engsten Vertrauten, aber keinen Mann. Okay. Aber weißt du, Marc, das ist keine wahre Liebe. Und das ist auch nicht förderlich und nicht angebracht. Und weißt du, es ist auch wichtig für dich, dass du in dein wahres Zuhause zurückkehrst. Und damit meine ich jetzt nicht das Zuhause bei Alfonso, sondern das Zuhause bei Gott. Du bist leider etwas zu früh aus deinem Leben geschmissen worden durch diesen dummen Unfall. Und du hast dich da sehr erschrocken. Und durch diesen Schreck bist du nicht in das Licht gegangen. Du hast das Licht noch nicht mal gesehen. Wärst du in der Lage gewesen, das Licht zu sehen und in das Licht hineinzugehen, lieber Marc, dann wärst du erlöst worden von deinem Schmerz, von deinem Schreck und auch von deiner unerfüllten Liebe zu Bianca. Kannst du das nachvollziehen? Ja.
Was für Emotionen, was für Gefühle überträgst du denn noch auf Bianca? Freiheit. Freiheit? Die Liebe zur Mutter, zur Natur. Ja. Ja. Die Wiese. Die Wiese, die sie gesehen hat, der schönste Ort der Welt. Ja. In dem Wald, wo die Sonne durchscheint. Ist das deine Wiese? Und ihre. Und ihre. Und ihre? Ist das euer Ort, wo ihr euch trefft? Ja. Das ist aber hier. Ja, das ist hier, das stimmt. Nicht in Spanien. Sag mal, Marc, die Bianca hat auch Schwindel und ist manchmal auch nicht sicher in ihrem Tritt, wenn sie läuft. Bist du das auch? Sorgst du dafür, dass sie keinen festen Boden unter den Füßen spürt? Das will ich nicht. Nein, das weiß ich. Das weiß ich sowieso, dass du das nicht böse meinst. Ich frag dich nur, weil sie einfach ein paar Probleme hat und wir müssen herausfinden, wo diese Probleme herkommen. Sie hat zum Beispiel eine... Ja, sie hat sehr viel Kopfschmerzen. Das mit dir zu tun? Sind das deine Kopfschmerzen? Sie hat nie genug Flüssigkeit. Ah, sie trinkt nicht genug. Okay. Gut, Marc. Wie hieß denn dein Vater, der Alfonso? Mit Nachnamen. Wie hieß eure Familie? Ich weiß das nicht mehr. Ich überleg mal. Erinnere dich mal an vielleicht einen Brief, wo euer Familienname drauf stand. Oder über den Stall. Castano. Castano? Da war ein Schild. Auf die Rentsch gab. Und da stand Castano drauf. Rancho Castano. In Holz und in einer blutroten Schrift. Ich habe immer schwarze Hosen eng und Stiefel und weiße Bluse. Sehr hübsch. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe ja auch schwarze Haare. Locken. Marc, bist du mit Gott vertraut? Bist du in die Kirche gegangen? Als ich Kind war, musste ich. Das ist natürlich nicht so schön. Glaubst du denn an den Herrgott? Ich glaube an etwas, Überirdisches, also. Das ist auch in Ordnung. Marc, wenn du so weit wärst, wenn du bereit wärst, zurückzukehren in dein wahres Zuhause, dann kann ich dir helfen, dorthin zu kommen, das ist meine Aufgabe.
Und dann kannst du von da aus, wo du dich dann befinden wirst, weiter Kontakt haben zu Bianca, aber dann von einer angemessenen Ebene aus. Wäre das für dich eine gute Idee? Möchtest du etwas verändern? Möchtest du weg von deiner Wiese, auf der du schon so lange stehst, dass du nicht vorankommst? Möchtest du nicht mit anderen Menschen wieder kommunizieren können, ein neues Leben planen und wieder auf die Erde zurückkommen? Ja. Ja. Okay. Lieber Marc, in dir gibt es einen Lichtfunken. Der ist vielleicht etwas klein geworden über die Zeit, aber er ist immer da, weil er kann nie erlöschen. Konzentriere dich jetzt mal mit jedem Atemzug, den Bianca nimmt, auf dieses innere Licht. Und wenn du diesen Lichtfunken gefunden hast, dann bleib bei ihm und mit jedem Atemzug wird er größer und größer und so groß, dass er irgendwann bis über dich hinausstrahlt, wie ein wunderschönes Licht, das dich einhüllt. Dieses Licht erkennen? Ja, ich bin dran. Bist drin, wunderbar. Dann schicke ich dir jetzt einen ganz, ganz, ganz tollen Engel. Wir nennen ihn Erzengel Michael. Und er hat die Aufgabe, die verloren gegangenen Seelen wieder nach Hause zu holen. Das ist ein wunderschöner Engel, der jetzt zu dir kommt. Und er wird seine Hände auf deine Schultern legen, lieber Marc. Und er wird dir etwas in dein Ohr flüstern. Hör mal genau hin. Was sagt Erzengel Michael dir? Lass los. Ja. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich Erzengel Michael mit dieser Botschaft? Lass los. Gut, okay. Dann komme ich jetzt zu dir, lieber Marc. Und ich lege jetzt meine Hand auf dein Herz. Und du kannst mir jetzt all deine Gefühle des Schrecks und des Schocks, des vor allem Alleinseins, kannst du mir jetzt geben. Du bist nicht mehr alleine. Der Ruf deiner Seele ist gehört worden. Gib das alles in meine Hand und zieh das bitte aus dem Herzen von Bianca heraus, mit all seinen Wurzeln und Verästelungen, wie ein Unkraut, das man aus der Erde rupft. Leg das alles in meine Hand. Ja, das machst du gut. Sehr gut. Und wenn du das Gefühl hast, du hast alles rausgezogen aus dem Herzen von Bianca, dann sag mir Bescheid. Gut, dann gebe ich das jetzt zurück an das Universum, das ist das transformiert. So, lieber Marc, jetzt hast du wieder Platz in deinem Herzen. Was wünschst du dir? Irgendwann wieder rein zu können. Ja. Und? Das wirst du. Das wirst du. Was wünschst du dir noch? Meine Wiese und die Pferde wieder. Ja, und auch, ach, eine Wiese mit wunderschönen Pferden wirst du wieder haben, lieber Marc.
Und du wirst eine wunderbare Beziehung zu deinen Pferden haben, eine viel tiefere, als du je zuvor hattest. Was wünschst du denn? Ein weißes Haus. Ein weißes Haus. Auch das sollst du bekommen. Ein wunderschönes weißes Haus. Hell. Hell, freundlich, mit viel Leben drin und drum. Ja. Ja, das kriegst du. Und keine holzernden Schilder mehr. Alles soll hell sein. Alles soll hell sein, ja. So hell wie das Licht, das dich nach Hause bringt. Nicht wahr? Okay, lieber Marc, jetzt in deinen eigenen Worten an Bianca gerichtet, entschuldige dich bitte, dass du so lange in ihrem System ihr Herz verschlossen hast. Ich wollte dich nur nicht verlieren. Verzeih mir. Verzeih mir bitte. Okay, Bianca, nimm mal einen tiefen Atemzug. Verbinde dich. Hast du gehört, was Marek gesagt hat? Ja. Kannst du ihm das verzeihen und in deinen eigenen Worten einmal an ihn richten? Ich verzeihe dir schon am Mann. Ja, sehr schön. Okay, ja, lieber Marc, jetzt ist es soweit. Du kannst jetzt das gesamte System von Bianca hier verlassen. Und auf der anderen Seite, da steht auch schon Erzengel Michael bereit. Und er wird jetzt mit dir zusammen in ein wunderschönes Licht einkehren. Das Licht, was du damals nicht gesehen hast, wirst du jetzt sehen. Schau dich mal genau um. Das Licht, was dich nach Hause ruft. Und genau aus diesem Licht wirst du immer wieder hervorkommen. Vielleicht in einer anderen Form, in einem anderen Körper. Aber du wirst immer wieder zu diesem Licht zurückgehen. Und aus diesem Licht auch wieder hervorgehen. Und jetzt geh mal mit Erzengel Michael zusammen durch dieses Licht. Und auf der anderen Seite, wer kommt dir da freudig entgegen? Hunde. Hunde? Deine Hunde? Dalmatiner. Oh, wie schön. Und ihr noch? Eine Frau. Deine Frau? Eine. Eine Frau. Wer könnte das sein? Erkennst du sie? Die muss schon lange auf dich gewartet haben. Sieht fast aus wie Bianca. Aber blond. Das ist meine Mutter. Schön, die Mutter. Ja, die Mutter. Die sind immer die Ersten, die kommen. Und freut sie sich? Sie strahlt. Ich weiß nicht, ob sie sich freut. Was kannst du noch erkennen? Jetzt sind die Hunde weg. Sie geht auch. Ich gehe daher. Das ist gut.
Und wo geht ihr hin? Auf eine Wiese. Mit ganz langen Gräsern. Ja. Sehr schön. Meine Mutter hat einen Sonnenschirm. Wenn die Sonne scheint. Jetzt weiß ich wieder. Meine Mutter kommt aus Dänemark. Okay. Und mein Vater Spanien. Meine Mutter war schon weg, als die Explosion war. Die war schon im Licht? Meinst du, sie war schon früh gestorben? War sie nicht. Sie war nicht da. Okay. Fühlst du dich wohl? Also, ich muss mich gewöhnen. Ja. Was ist so anders jetzt? Jetzt ist Ruhe. Und der Wind, der weht so über das Gras. Und vorher war es immer eng. Ja. Was macht deine Mutter? Sie geht vor und ich gehe jetzt auch. Okay, Marc, dann überlasse ich dich jetzt der Wiedersehensfreude mit deinen ganzen Ahnen. Freunden und auch all deine Tiere wirst du wieder sehen, die du so geliebt hast. Und ich wünsche mir, dass das Licht des Universums, das Licht deines Schöpfers immer bei dir bleibt, dass du dich nicht noch einmal verläufst, sozusagen. Und wenn du möchtest, dann kannst du jetzt von der angemessenen Ebene aus dich im Traum mit Bianca weiter unterhalten. Und so bitte ich jetzt das gesamte Bewusstsein und die Persönlichkeit von Bianca zurück in diesen Körper. Und sich auch mit diesem Körper wieder zu verbinden. 7, 8. Du kommst jetzt zurück, ganz angenehm zurück, ganz angenehm. 9, 10, hellwach, hellwach. Und der Manni holt jetzt seinen Knochen und begrüßt dich. Yay, das macht er nämlich immer. Hallo. Der ist schon konditioniert. Boah, irre. Echt? Wow. Ja. Weißt du, wie lange wir hier rumgetuckert haben? Also gefühlt, würde ich sagen, 20 Minuten. Wie lange war es wirklich? 3 Stunden? Wir haben jetzt 4:45. Oh, wow. Also würde ich sagen, ich glaube, 3 haben wir angefangen. Ja. Ja, 2 Stunden, gute 2 Stunden. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, aber das ist normal, dass du die Zeit dann nicht mehr, hab ich ja gesagt. Ja. Nee, weil du bist ja rechts gewesen. Ja. Das ist ja gut, dass ja. Es so ist. Ne? Weil da, ich habe wirklich überhaupt kein Zeitgefühl mehr, ja. Gar nichts mehr. Ja. Keine Nikotinsucht, ja. Keine Kopfschmerzen mehr gerade im Moment. Toi, toi, toi. Selbst stellt das alles ab. Ja. Ah. Da haben wir ja was geschafft, hör mal. Der Marc, wa?
Jetzt. Wenn ich jetzt zeichnen könnte, dann würde ich den aufmalen, ne? Ja, wir können ja mal ein bisschen bei Google recherchieren. Ja. Weil 1870, 1879, das ist ja noch nicht ganz so weit weg. Vielleicht findet man noch was. Ja, und das war halt wirklich, also eine Mischung aus dem Aussehen von Tan, nur ein bisschen längere Haare, noch markanter, sehr schlank, also schon eine Nummer, ne? Mhm. Ja, aber der hat dein Herz blockiert, ja. Ne? Der wollte nicht, dass du einen anderen Mann liebst. Und er wollte nur, dass du die Pferde liebst. Jetzt weißt du auch, warum du Andalusia so gut findest. Ja, wahrscheinlich. Wo das alles herkommt, ja. Ne? Diese Liebe dafür. Ja. Und dieses Jahr war ja schon fast wie so eine Sehnsucht. Ja. Sucht, ne? Ja. Betonung auf Sucht. Ja. Ich will so ein. Ja, ja, genau. Ich meine, jetzt hast du ja auch. Wer ist Bauernmädchen? Ah, Bauernmädchen ist die Übersetzung von Chica del Rancho. Ah, okay. Chica ist das. Ah. Dann ist Chica Grazi. Ja. Ja, dann hast du es selbst gesagt. Aber die sollst du nicht reiten. Aber das ist die Wiedergeburt von Grazi. Wahnsinn. Ja. Ja, die ist ja genauso kiebig, das stimmt. Ich mache die jetzt erstmal hier da. Du musst schon wieder pinkeln. Ja, so ist recht. Ja, schön. Geht's dir gut? Ja. Richtig gut. Ja, das ist wie eine kleine OP, ne? Ja, Wahnsinn.